Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video oder besser gesagt einem weiteren Vlog. Ich habe gesehen, letztes Mal der letzten Tage 2020 Vlog ist wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen. Und ja, Vlogs mache ich auch eigentlich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, nicht diese Laber-Vlogs, obwohl ich jetzt hier nur erzähle und hier nur stehe. Erstmal Post, also was heißt Post? Ja, wir haben früher morgen hier Samstag, der, welcher ist noch überhaupt? Der neunte Tag im neuen Jahr. Mein Gott, neu, so oft schon in meinem Satz. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich mag es eigentlich gerne, Vlogs zu machen. Ich hatte ja auch schon mal 2019, glaube ich, auch so eine Monatsvlogs gemacht. Und ja, mal gucken, vielleicht mache ich das jetzt hier mal wieder. Mal so ein kleiner Versuch, jetzt nicht jeden Tag oder so. Das ist vielleicht mal ein Projekt, was ich auch mal vielleicht machen möchte. Aber zurzeit ist ja gerade nicht ganz so viel los. Und eigentlich wollte ich jetzt mal was trinken, ja. Und will ich jetzt noch mal ein paar Vlogs machen. Natürlich immer so ein bisschen mit dem Filmthema, ein bisschen. Wie gesagt, ich will hier nicht jeden Tag zeigen, was ich esse oder so. Irgendwie ein bisschen sowas natürlich auch mit drin. Ein bisschen Lifestyle sozusagen. Aber hauptsächlich dann immer wieder mit einem Filmthema oder Videospielthema so ein bisschen angereichert. Ja. Und ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, auf was ihr da Bock habt. Ob euch das ja, gefällt, ob ihr da mehr von wollt, was ihr da so ungefähr genau sehen wollt. Vielleicht ein bisschen. Mir ist es so eingefallen, ich könnte auch mal so machen, dass ihr mir Fragen stellt. Also in den Kommentaren unten vielleicht, was ihr sehen wollt. Oder auch so Fragen, und die werde ich dann im nächsten Vlog einfach so zwischendurch immer mal wieder beantworten. Ja, ich denke mal, da können wir da, ja, das ist eine coole Idee, finde ich. Mal gucken, vielleicht auch nur für mich eine coole Idee. Ja, ich mache mir jetzt gerade Frühstück hier. Freundin ist arbeiten. Ich habe hier zwei Eier, werde jetzt hier erstmal eine Pfanne hauen. Und dann, ah scheiße, wie ich jetzt daneben. Machen wir hier ein bisschen Frühstück heute. Und ganz entspannt, gerade schon eine Runde mit dem Hund draußen gewesen. Das sieht aber gut aus. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ja, wir haben es jetzt kurz nach 9 auf dem Samstag, ziemlich früh eigentlich. Und ja, mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Ich werde heute noch ein paar Videos drehen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mal so Fragen oder irgendwas, was ich dann halt bildlich machen kann oder wenn ihr irgendeine Frage habt, zum Beispiel, ich lasse euch was einfallen. Ja, wieso soll ich mir das ausdenken? Ja, und dann werde ich den nächsten Vlog dann einfach so nebenbei immer mal wieder so eine mit einstreuen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch dann viel Spaß mit dem ja, Monatsvlog Januar. Ja Leute, weiter geht's mit dem Vlog und diesmal was ganz Besonderes und zwar ein Mystery Unboxing Paket oder besser gesagt, naja, ich habe schon reingeguckt, bin ganz ehrlich, ich konnte nicht warten. Leider ist es so, ich kann es nicht ändern, aber für euch ist es das erste Mal, dass ihr seht, was hier in diesem Paket ist. Das habe ich von den lieben Ephraim geschickt bekommen, ja. Ja, Ephraims Filmstunde kennt er ja den Kanal. Wie gesagt, war er letztens auch schon in den Livestreams. Zu dem Paket ist es, kurze Geschichte dazu, ist es gekommen halt einfach, dass wir den Livestream gemacht haben und der Ephraim, Mensch, hier alle haben hier ein Zimmi-Shirt, so ungefähr. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, weißt du was, komm, gib mir mal deine Adresse. Ich habe hier noch was rumliegen, vielleicht passt es ja mit der Größe. Und dann hast du wenigstens im nächsten Livestream auch stylisch angezogen wie die anderen natürlich. Und da habe ich das Paket hingeschickt. Seht auch in einem Video, da packte er das auch aus. Ich glaube, das letzte Update 2020, glaube ich, heißt das Video. Ich verlinke es einfach mal hier unten von Ephraim. Also, und dann hat er mir auch ein Paket zukommen lassen. Und da sind schon richtig geile Sachen drin. Also ich habe mich, wie gesagt, mega gefreut. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt mal für euch hier nochmal auf. Und da haben wir einmal natürlich auch was zum Anziehen, aber da kommen wir gleich zu. Und dann hat er hier noch ein paar Extras mit reingepackt. So, machen wir erstmal den Karton beiseite. Lege ich mal hier hin alles. Wie gesagt, ich hatte hier noch so ein paar Zimmi-Aufkleber reingepackt und er hat dann hier auch noch ein paar Aufkleber reingepackt von In die Umkleide. Das ist ja von ihm ein Podcast, wo er mit dabei ist. Ja, habe ich jetzt noch nicht reingehört, weil ich habe ja eigentlich auch mal sehr viele Podcasts gehört, fast zu viel nachher, dass ich schon gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Und dann irgendwann hatte ich mal so einen Cut gemacht, Mensch, jetzt will ich mal wieder ein bisschen mehr Musik hören, mal wieder in dieser, und hatte jetzt mal so eine kleine Podcast-Pause gemacht, aber wie gesagt, jetzt demnächst will ich mal wieder starten und dann natürlich hier auch mal reinhören und dann werde ich, denke mal, in dem nächsten Vlog mal berichten. Hopp, ich zeig mal hier. Hopp, wie gut dieser Livestream ist. So, dann haben wir hier noch so eine Dingsticker hier, wo ihr halt, wenn das abscannt, halt so ein QR-Code. Ich denke mal, da kommen wir auf seinen YouTube-Kanal. Ich probiere mal gleich mal aus, ob das funktioniert hier. Das testen wir mal. YouTube öffnen, ja. Sehr coole Idee eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dieser Typ befindet sich in der Filmsammlung.
genau um die. Vielleicht zu einem Video sogar. Sehr coole Idee, finde ich, mit diesen QR-Codes. Ja, zeig's mal hier. Da haben wir auch ein paar dazu geschickt. Sehr, sehr geil. Schon mal vielen, vielen Dank. Und dann stellt euch mal vor, hat er mir sogar noch einen Film damit dazu geschickt. Also ich war ja wirklich baff. Eine Hardbox. Ja, wie gesagt, Hardbox. Oh, so limitiert sich gerade auf 555 Stück. Wow. Ich bin ja so der Hardboxen, da habe ich ja null Ahnung von. Ich habe, glaube ich, eine Hardbox von Tanz der Teufel, von dieser Dokumentation da. Habe ich eine Hardbox und sonst habe ich gar keine Hardbox, ja. Und zwar von dem Film Deadpool. Wie gesagt, Deadpool sowieso ein richtig geiler Film. Und ja, jetzt habe ich hier eine Hardbox. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Wie gesagt, Deadpool will ich mir auch so eine kleine Sammlungsecke machen. Ich habe ja da mehrere Sachen, mehrere Editionen von diesem Film oder von Teil 1 und 2. Und da passt das jetzt natürlich super hin. Also vielen, vielen Dank. Richtig cool. Also gefällt mir richtig, richtig geil. Also hast du dich mal wieder übertrieben eigentlich, oder? Und dann, wie gesagt, noch sogar nicht nur ein T-Shirt, sondern sogar ein Hoodie oder ein Pullover oder wie man dazu sagt oder wie ihr dazu sagt, hier mit Kapuzen-Hoodie oder Kapuzenpullover. In weiß, sehr, sehr geil. Von in die Umkleide hier. Ich zeig mal. Ja, sehr geil. Passt perfekt. Finde ich richtig geil. Auch mal eine andere Farbe. Wie gesagt, ich bin ja sonst eigentlich immer mehr so, ihr seht es schon, so der Dunkeltragetyp, aber ich bin halt auch immer offen für andere Farben, ist klar. Habe auch natürlich auch weiße T-Shirts oder so, alle anderen möglichen Farben, aber wie gesagt, oh, finde ich sehr, sehr geil. Meine Freundin hat gleich gesagt, wie? Sag dir mal, wir sind ein dunkeltragender Haushalt hier. Kannst alleine waschen. Nee, nee, alles klar, alles geil. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank nochmal, Ephraim, an dieser Stelle. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja, das war sozusagen jetzt mir ein kleines Mystery-Unboxing. Oder für mich war es ja nicht mehr Mystery, auch für euch. Ja, und mal gucken, was der Monat hier noch so mit sich bringt. So Leute, heute geht's weiter hier. Heute wird mal wieder gekocht. Ja. Oh, jetzt kommt noch jemand rein. Wer ist da? Ich habe jemanden verstanden. Nein, nicht jemand. Ich werde hier unterbrochen bei meinem Kochvorgang. Kochen jetzt? Ja, schon. Naja, jedenfalls, ja, nee, Dienstag ist heute erst. Dienstag, ja, letzten Tage war ein bisschen hektisch, darum hatte ich jetzt nicht so weiter irgendwas gedreht. Ja, heute hier eine Gemüse, eine vegane oder vegetarische, vegane, ach, ist egal, ist dasselbe, nicht ganz. Gemüsepfanne, ja, Reis, Erbsen, Zwiebeln schon geschnitten. Ah, da. Heute mal ohne Thermomix, ja, ich kann ja auch so kochen. Ja, da kommt noch Paprika jetzt rein und ach, ich zeige euch ein bisschen nachher das Endresultat. Ja, hier liegen schon wieder ein paar Pakete, ich kann ja mal kurz zeigen. Warte, mal kurz rübergehen. Da sind sie. Wir haben ein paar Pakete fertig gemacht, Riesendinger. Hier, der Hund denkt, wenn man Essen kocht, natürlich, den will er abwarten. Ja, es könnte ja was runterfallen, oder? Brixi? Oh. Ja, nicht das Ding fressen hier. Na, sieht das nicht sehr, sehr gut aus hier? Schön Reis, Paprika, Tomaten, Tomatenmark, Erbsen, Zwiebeln angebraten vorher natürlich. Na, das sieht doch gut aus. Bin mal gespannt, ob es schmeckt. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber es sieht schon mal sehr, sehr lecker aus, auf jeden Fall, oder? Wir probieren das gleich mal, oder? So, mal der Geschmackstest. Irgendwas fehlt noch. Nehmen wir uns ein bisschen Pep. Ein bisschen mehr probieren. Oh, halt. Oh. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und ein bisschen Chili machen wir da noch mit dran. Ja. Yeah. Jo Leute, da sind wir wieder in der Küche. Heute coole Pakete bekommen. Da gibt es auch beim anderen Kanal. Ich habe ja noch den Zimi Lifestyle-Kanal. Da gibt es hier zum Beispiel mal das Voss-Wasser hier bestellt. Mal probieren. Ja, was steht hier? Artesian Water from Norway. Gletscherwasser soll es sein. Probieren wir da mal aus. Und dann haben wir hier noch Infused Energy. Bin auch mal gespannt,
Hier ist eine Flasche. Hier ist noch eine andere Flasche. Smart Mug. Ja, und dann gibt es da noch, das ist irgendwie so ein Teezeug, muss das sein, ich weiß selber nicht. Dann haben wir hier Tea Blend Red Edition Strawberry and Chili. Bin schon sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Wie gesagt, gibt es auch auf dem anderen Kanal ein Video dann bald. Ja, und hier noch Power of Nature White Edition Mandarin Vanilla. Also Mandarine Vanilla. White, gibt es so eine Black Edition? Jedenfalls gibt es hier Red Edition. Ach doch, Black Edition gibt es auch. Das war, warte mal, das finde ich Geschmacksrichtung. Gibt es jedenfalls mehrere. Wir testen das mal aus hier. Gucken, wie das schmeckt. Und dann wisst ihr Bescheid. Was lachst du da? Hat jemand gekostet, heute überhaupt zum Abendbrot? Ich? Nichts. Nichts? Muss ich hungern? Du hast dein Wasser. Ja, mein Frostwasser. Ja. Meinst du, davon werde ich satt? Ja, wirst du müssen. Da steht ja schon Deutsch drauf. Doch. Das, die Frost, natürliches Mineralwasser. Aus der Frostquelle abgeholt von Frost Production. Achso. Gut. Wir werden sehen. Jo Leute, der halbe Monat Januar ist vorbei und ja, filmmäßig noch gar nichts groß, ist sehr enttäuschend, finde ich, auch so, was jetzt rauskommt an sich. Filmmäßig habe ich mir wirklich, wie gesagt, letztens, ich weiß nicht, hatte ich das schon mal erwähnt jetzt hier in einem Livestream? Ich weiß es gar nicht. Ja, Livestream in dem Vlog meine ich natürlich. Ja, The Gentleman hier in 4K Ultra HD, jetzt auch gerade im Angebot. Ich habe es natürlich noch vorher gekauft, ist ja klar. Ja, wo ich sagte, ich kaufe keine Emirates mehr, aber den Film gibt es halt nicht anders in 4K als nur auf Disc halt, ja. Nirgendwo im Stream, also. Ja, dann das zweite, was ich mir gekauft habe, ist ein Videospiel. Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar. Und zwar hier 13 oder 14 in der Limited Edition hier. Das ist dieser Pappschuber. Ich habe das Spiel, das gab es ja damals für die PlayStation 2 schon. Da hatte ich das schon geliebt, wirklich das Spiel, mit diesem Cell-Shading-Look, aber ein sehr, sehr geiler Ego-Shooter, also der hat mir wirklich damals, ich habe ihn sehr gut in Erinnerung und habe jetzt auch schon mal kurz angefangen und sieht ganz gut aus, also wir haben hier noch so eine Karte mit bei gehabt hier, ja, zeige ich mal kurz hier an dieser Stelle, ja, da lohnt es sich nicht extra ein Video für zu machen. Genau, und dann war das halt in so einem, ist jetzt kein Steelbook, sondern ein Future Pack. Ich glaube, der Manuel hat das auch schon mal vorgestellt hier, so in hochglanzmäßig gehalten. Ja, sieht ganz okay aus. Drehen wir es mal um hier. Ja, so sieht das aus. Und innen drin hier, wegen dem ganzen Cell-Shading, haben wir halt hier. Ja, wie gesagt, für mich, ich fand das Spiel richtig geil damals. Hab das sogar letztens noch gehabt. Ich drehe mal die Kamera um. Ja, ich habe das ja letztens noch in der Hand gehabt. Ich blende hier mal ein Bild ein. Ich habe ja jetzt alles, meine ganze Videospielsammlung verkauft. Und da war das natürlich auch drin. Wie gesagt, spielt man ja einfach nicht mehr. Ja. Mal gucken, was der Tag aber heute noch so bringt. Jo Leute, heute ist der 18. Januar, Montag. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich schon mal ein bisschen mehr machen hier so mit dem Vlog-mäßig. Aber entweder war das Wetter scheiße oder in letzter Zeit, ich muss immer mal, wie gesagt, heute hier nach der Arbeit, wie gesagt, noch ein bisschen was am Kanal machen. Aber sonst sehr stressig bis jetzt das Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch arbeitstechnisch mäßig. Und erstmal kurz trinken. Auch so irgendwie wenig Zeit für irgendwas, ich weiß auch nicht. Irgendwie alles gerade ein bisschen, ja. Mal sehen, es kommen auch wieder ein bisschen andere Zeiten, aber so, ich habe gedacht, wir starten ein bisschen smoother ins Jahr, aber anscheinend nicht. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, aber ist alles okay. Wie gesagt, solange man immer noch seine Videos daran Spaß hat und das machen kann, ist das ja okay. Ja, dafür ist immer noch ein bisschen Zeit da. Ist jetzt natürlich nicht mehr so viel wie im Dezember Videos. Da habe ich ja, wollte ich ja ein bisschen mehr machen, habe ich auch gemacht. Jetzt hat sich das so wieder eingependelt. 2 Videos die Woche. Ich denke mal, ist okay. Manchmal kommen dann vielleicht auch mal 3 Videos. Aber ich möchte so diese 2 Videos in der Woche, die würde ich gerne so beibehalten. So mittwochs und Samstag oder Sonntag oder mittwochs und am Sonntag so. Dem Dreh vielleicht zwischendurch nochmal eins. Wie gesagt, das passt jetzt auch gerade so in meinem Arbeits-, also meinen privaten Rhythmus allgemein gut rein. Und da will ich das auch beibehalten. Ja, gestern war ja, oder Samstag war ja noch Football gewesen. Ja, wie gesagt, ich bin ja großer Fan der Green Bay Packers. Und da war jetzt halt, wie gesagt, ja,
Playoffs, ja, eine Runde weiter. Jetzt, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, sind sie NFC-Champion und dann sind sie im Super Bowl. Mal gucken, wie es nächste Woche ausgeht. Ja, ich bin auch schon überlegen, vielleicht einen Livestream zu machen beim Super Bowl, weil sonst war ja immer meine fette Party, also was heißt meine fette Party? Wir haben uns immer ein paar Kumpels getroffen bei ihm im Partyraum und da haben wir mal schön gegrillt und alles mit die Burger gemacht und so einen ganzen Abend schön Spaß gehabt. Wir haben Nachmittag, also was heißt Nachmittag, abends angefangen, so 17 Uhr, 18 Uhr. Wie gesagt, Spiel ging ja immer erst, ich weiß nicht, wann geht das los, halb eins, eins. Und da hatten wir vorher halt dann, wie ich ja, Mario Kart gezockt oder gequatscht und die feiert, getrunken, wie gesagt, Burger gegrillt und alles Mögliche. Das wird ja wohl dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Und da habe ich jetzt überlegt, dann könnte ich dieses Jahr eigentlich da vielleicht einen Livestream machen. Mal gucken, wie gesagt, wenn dieses Video jetzt hier rauskommt, dann ist es ja schon Ende Januar, am 7. Februar ist ja der. Ja, mal gucken, könnt ihr mal gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Aber ich denke mal, ich werde das nochmal im anderen Video erwähnen. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt hier noch ein bisschen was am Kanal machen, noch ein Video hochladen und dann, genau, wird das heute dieser Tag auch gewesen sein schon wieder. Ja, hallo Leute, schon lange kein Video mehr gemacht, die ganze Woche wieder erarbeitet. Heute ist Freitag, das heißt Wochenende. Und ich habe hier mal so ein, erstmal ganz geile Nachricht heute bekommen. Ja, heute, ihr wisst ja, ich höre ab und zu mal Podcasts oder in letzter Zeit ein bisschen weniger, zeitmäßig nicht mehr so ganz geschafft. Und ja, da war immer der letzte Podcast. Ich hatte da auch schon mal Videos gemacht drüber. Und da hat mich der Dani Puck heute mal angefragt, ob ich nicht bei ihm mal in den Podcast mitmachen will. Und ja, richtig geil, freue ich mich drauf. Morgen ist die Aufnahme. Und wir verlinken ja auch mal unten in dem Video den letzten Podcast. Ja, ich freue mich richtig drauf. Wie gesagt, morgen, auf den Samstag, machen wir die Aufnahme denn. Bin ich schon richtig heiß drauf. Ja, freue ich mich richtig auch schon seit, ich glaube, wir hatten ja den Filmjunkies Podcast schon seit 2 Jahren jetzt nicht mehr. Und der erste Podcast, wie gesagt, seit 2 Jahren. Richtig cool. So, aber was ich eigentlich wollte ist, Bang, ba, wie heißt der? Bang, Bang Energy Drink. Ein ganz neu. Ich kenne den Bus immer aus Amerika schon. Da war der im Laufen, die hier immer bei diesen heißen Mädels hier bei Instagram, die immer damit Werbung machen hier, zuckerfrei. Und ja, jetzt habe ich ihn bei uns gesehen hier. Ist jetzt, gab es ihn, glaube ich, in drei Geschmacksrichtungen. Ich habe hier Candy Apple Crisp. Bin ich sehr gespannt. Ist wie gesagt zuckerfrei. Koffein, ja, falling uns auf, ja, bla bla bla. Bla 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 bla. Und ich würde sagen, wir testen das jetzt mal, ob der schmeckt. Die Scheiße mit einer Hand das Ding aufzumachen. Aber ihr seid. Oh, nee, ich muss euch aus der Hand packen. Oh, wie er vibriert. Ups, das kann aber nicht so ab. Wenn man ihn aus der Hand legt. So, wir haben ihn offen. Öffnen. Wir haben ihn offen. Oh, der riecht. Na, so Apfel. Ich kenne so Apfel schon irgendwie. Ich glaube, gibt es von Monster auch, glaube ich, was mit Apfel. Kommt mir. Kenne ich den, wie sind die hoch? Apfelgeruch bestimmt. Wir kosten einfach mal. Schmeckt trotzdem. Das war zuckerfrei, ist sehr süß. Kann man trinken. Also muss ich ganz ehrlich sagen, schön erfrischend. Wie gesagt, kam aus dem Kühlschrank. Kann man trinken. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, schauen wir mal. Wie gesagt, eine Woche haben wir noch hier vor uns. Ich werde berichten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag. Ja, wir haben heute Tag. Welcher ist noch überhaupt? Was sagt die Uhr? Heute ist der 23. 12. wollte ich gerade sagen. Oh, das wäre ja kurz vor Weihnachten. Nein, der 23.1. Ja, wir haben den Monat fast geschafft. Wie gesagt, war ein sehr, naja, merkwürdiger, komischer Monat. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber heute kam mal wieder was. Und zwar mein zweiter HomePod Mini. Ja, ich hatte mal ein Video gemacht, wo ich euch den ersten schon mal, also was heißt den ersten, meinen ersten HomePod Mini vorgestellt habe. Und ich hatte mir dann, ja, letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, nochmal einen zweiten bestellt. Denn man hat ja mehrere Zimmer und wie gesagt, da war ja noch mit 16% Mehrwertsteuer. Wie gesagt, da kriegt man hier für 96 Euro. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon teurer geworden ist, auf 99 Euro. Aber wie gesagt, finde ich, ist ein guter Preis und klang nicht. Wie gesagt, ich habe euch ja das Video mal gemacht. Ich verlinke euch das mal hier unten in der Videobeschreibung. Ja, den würde ich jetzt auspacken, nochmal kurz einrichten. Ja, das ist heute der Samstag und dann ist ja nachher schon die Podcast-Aufnahme. Noch ein paar Videos wollte ich drehen. Und ja, irgendwie wollte ich euch auch mal mit rausnehmen, mal, aber. Irgendwie, das kriege ich noch hin. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Jo, ja, was soll ich sagen? Heute hier in meinem Büro, habe gerade noch ein Video gedreht, wieder Sachen aus meiner Sammlung rausgenommen. Wie gesagt, 30-Tage-Challenge steht an.
Und habe jetzt wieder Tag 5, nee, 6 bis 10 gedreht. Ja, ihr seht schon hier hinten, was ich erst rausgesucht habe. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte mal so ein kleines Fazit machen. Der Monat Januar ist ja jetzt vorbei. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hätte noch ein bisschen andere Sachen, ein bisschen mehr gedreht, aber irgendwie so wirklich war der Januar, wie gesagt, wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen, nicht so der Monat irgendwie. Also ich finde, ich bin dieses Jahr irgendwie schwer ins Jahr zu kommen. Es liegt vielleicht auch wegen dem Lockdown und alles sowas, dass irgendwie alles so auf Sparflamme läuft. So, das Leben steht irgendwie still und also es ist irgendwie, wie gesagt, ich habe mir gar nichts groß gekauft. Ihr habt es ja gesehen, ein Spiel, was ich mir geholt habe, denn zwei, wieder eine Serie hatte ich mir geholt, hier Deadwood und ich glaube nochmal die MRA von The Gentleman im 4K, obwohl der jetzt bei Amazon Prime in 4K auch zur Verfügung steht. Ja, hatte ich mir jetzt, aber ist egal, ist ein guter Film, den muss man einfach auch dann auch in seiner Sammlung haben, so ist das. Aber wie gesagt, sonst war auch da gar nichts. Wie gesagt, ich habe viel in andere Sachen investiert, hier wegen Livestream nochmal, die Lichter, dann noch in andere Sachen nochmal einen HomePod geholt und in so Sachen habe ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben und so kam auch wirklich gar nichts gut in die Sammlung. Viel verkauft habe ich schon, das stimmt. Da habe ich schon ganz gut losgelegt, schon viel weg. Aber ansonsten ist das wirklich der Monat auch so an sich, was so neue Filme anbelangt, war das irgendwie tote Hose. Auch so arbeitsmäßig war das irgendwie auch alles so irgendwie Sparflamme. Man kommt gar nicht so richtig in Trott irgendwie. Das ist alles irgendwie so ein komischer Monat gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es geht jetzt im Februar wieder ein bisschen bergauf irgendwie mit allem. Das war irgendwie jetzt auch kalt und wie gesagt, ihr seht hier, mein Büro ist kalt. Diese Heizung kann ich jetzt nicht anmachen da wegen dem Gebläse, sonst ist das jetzt zu laut für das Video, aber darum jetzt hier mit Jacke und Mütze. Ja. Ja, das war der Januar. Ihr könnt ja gerne meinen Kommentar schreiben, ob ihr diese Vlogs hier, diese Monat-Vlogs, ja, Monat-Vlog, ja, diese Monats-Vlogs hier so weiterhaben wollt, ob euch das gefällt. Wie gesagt, dieser letzte Tage 2020 ist ja sehr gut bei euch angekommen, deswegen die Idee, dass ich das ein bisschen weiter fortführe. Und könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr das, wie gesagt, vom Februar auch wieder wollt. Würde mich mal interessieren, dann würde ich da ein bisschen weiter fortführen. Wie gesagt, es war jetzt nicht so spannend, der Januar. Ja, das kann, ich denke mal, das kommt jetzt alles nochmal so ein bisschen. Wird bestimmt noch wieder noch eine aufregendere Zeit geben. Und ja, wie gesagt, jetzt komme ich aber hier zum Ende. Ich hoffe, dass wie, oder ja, ich hoffe, der Januar, wie das Januar-Vlog-Video hat euch gefallen. In diesem Sinne soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.